herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Roblox Lara. Viele wissen vielleicht schon, dass ich in meinem Livestream einen Neon Flyride Parrot bekommen habe. Das ist einfach so, so krass. Ihr wisst nicht, wie ich mich gefreut habe. Ich habe jeden Tag mit dem gespielt. Und ja, hier ist er auf jeden Fall. Er ist so süß. Also er leuchtet hier so mega. Und wenn man, irgendwie, wenn es dunkel ist, der ist mega, mega cool aus. Und der ist so, so süß. Ich bin so, so glücklich. Ihr wisst nicht, wie glücklich ich bin. Ich werde niemals vertraden. Und ja, heute schaue ich mal mit euch zusammen, was die Offer dafür sind. Und ja, ich gehe jetzt den Geschenken. Ich jetzt hier bei den Geschenken und ja, ich guck mal ganz kurz, ob ich meine Trades aus habe. Nein. Also jeder kann mir eine Handelsanfrage schicken und wir warten jetzt auf jeden Fall mal, bis ich eine kriege, damit ich gucken kann, was der Offer ist. Okay, Leute, sie hat mir jetzt eine Trade-Anfrage geschickt und ja, mal gucken, was sie mir jetzt erstmal für den Neon Flyride Parrot gibt. So. Okay, zuerst hat sie eine Ride Turtle reingetan, noch ein Ride Känguru, dieses Ride Huhn und das ist auf jeden Fall nicht so viel wert, also das ist auf jeden Fall nicht so fair, weil das ist ja ein Neon Fly Ride, das sind 4 Parrots und dagegen ist das überhaupt nicht fair, deswegen, nein, tut mir leid. Der nächste Trade, okay, mal gucken, was sie mir für diesen Neon Fly Ride Parrot gibt. Einmal ein Ride Pinguin in Golden, ein Flyride Griffin, ein Ride Kitsune und ein Flyride Adic Fuchs. Leider mag ich diesen Flyride Adic Fuchs nicht so. Und diese ganzen Sachen kann man sich immer aus Robux kaufen, deswegen nein, sorry. Der nächste Trade, mal gucken, was sie mir gibt. Einmal eine Neon Flyride Ginger Cat, ein Neon Flyride Hyäne oder wie man das nennt. Eine Badewanne und das mache ich leider nicht, tut mir leid. Aber vielleicht kann ich auch was anderes dafür geben. Zum Beispiel dieses Neon Flyride Horse und ein Ride Business Monkey. Mal gucken. Sie gibt mir einen normalen Flyride Parrot, ein Ride Kitsune, noch ein Kitsune und ein Neon Flyride Griffin. Es ist ganz okay, aber die kann man sich halt immer kaufen, deswegen nein, sorry. Ich trade mal die da an. Vielleicht kann ich ja für ihren Frost irgendwie einen Ride Eagle geben und einen Ride Business Monkey. Mal gucken. Okay, sie hat abgelehnt. Egal, aber eigentlich ist das ein fairer Trade. Okay, sie gibt mir eine Neon Flyride Biene. Das ist nicht so fair, deswegen lehne ich ab. So. Der nächste Trade, mal gucken, was sie mir gibt. Ein Ride Arctic Randy, ein Flyride Dragon, ein Ride Elefant und noch ein Einhorn. Es ist ganz okay, aber dafür gebe ich ein Neon Flyride Pferd, ein Ride Elefant und noch dieser Ride Business Monkey. So. Das akzeptiere ich. Okay, sie hat abgelehnt, egal. Und mal gucken, was sie mir gibt. Okay, sie hat abgelehnt. Sie gibt mir einen Hund. Nein, nein, das mache ich nicht, sorry. Und der nächste Trade. Also sie gibt mir für diesen Neon Flyride Parrot einen Ride Albino Monkey, einen Fly Dragon, einen Ride Krokodil und noch einen Ride Pinguin. Nee, sorry. Das ist auch nicht so ganz fair. Und ich habe gerade ein riesiges Geschenk geschenkt. Dankeschön. Und daraus kam dieser Propeller hier. Also, Dankeschön, dass es das gerade gekriegt hat. Yay. Der nächste Trade. Okay, ein Flyride Dragon. Ein Flyride Wolf. Nee, sorry. Der nächste Trade. Mal gucken, was sie mir gibt. Eine Neon Flyride Ginger Cat. Und dieses Neon Flyride Hyena, oder wie man das nennt. Dafür gebe ich das da. Dieses Ride Pick. Und noch das hier. So. Okay, da hat sie es weggemacht. Und da ist eine Neon Flyride Turtle. Die trade ich mal an. Also ich weiß nicht, ob die Flyride ist, aber ich denke schon. Okay, da akzeptiert sie einfach nicht. Deswegen der nächste Trade. Okay, eine Fly Potion. Dafür gebe ich diesen Ride Business Monkey. Mal gucken. Okay, sie hat abgelehnt. Egal. Sie gibt mir einen Ride Panda, einen Ride Arctic Randy, einen Flyride Dragon, ein Unicorn. Nee, sorry. Der nächste Trade. Ein Flyride Arctic Randy, eine Fly Eule. Dafür gebe ich dieses Neon Flyride Pferd und diesen Ride Eagle. Ich weiß nicht, ob das so fair ist, weil dieser Ride Eagle ist ja viel wert. Ich weiß nicht. Okay, heute der nächste Trade. Und ja, mal gucken, was sie mir gibt. Einmal ein Flyride Kitsune, eine Ride Turtle, eine Ride Golden Red und ein normales Känguru. Das ist nicht so fair, aber dafür gebe ich dieses Neon Flyride Pferd. Und nochmal ein Ride Pig. Das suche ich mal ganz kurz. Da. Und ich hätte. Okay, sie hat noch abgelehnt. Egal. Und der nächste Trade. Ein normales Kitsune. Das ist nicht fair, sorry. Und hier sind schon mega, mega viele Parrots. Okay, sie gibt mir ein Flyride Unicorn. Noch ein Unicorn.
und zwei Dragons. Nee, sorry. Und ich trade mal die hier an mit dem Frost Dragon. Dafür gebe ich nämlich meinen Igel. Und noch einen Red Business Monkey. Und ja, vielleicht noch diese zwei Red Pandas. Okay, nächste Trade. Mal gucken, was sie gibt. Die gibt mir einen Neon Fly Ride Känguru. Eine Neon Ride Golden Red. Und dieses, okay, mega gutes Offer. Aber dafür gebe ich das hier, das hier, das hier. Und ich add auf jeden Fall noch das da. Oh mein Gott, bitte. Ich auch meine, oh, ein normales Evil Unicorn. Dafür gebe ich mein Neon Fly Ride Pferd, diesen Ride Business Monkey. Und noch mein Ride Pig und mein Ride Elefant. So, das akzeptiere ich. Mal gucken, ob sie das macht. Ich glaube, ich tue noch diesen Ride Elefant weg und tue dazu einen Monkey. Das akzeptiere ich. OMG, Leute, bitte, bitte, bitte macht das. Oh mein Gott, weil diese Wolke ist, glaube ich, sehr viel wert. Und dann noch diese zwei Sachen. Nee, jetzt nicht mehr. So. Sie gibt mir für meinen Neon Fly Ride Parrot einen Fly Ride Parrot und einen Neon Fly Ride Arctic Reindeer und noch ein Unicorn. Echt mega gutes Offer. Aber dafür gebe ich einen Ride Eagle, einen Neon Fly Ride Pferd, dieses Neon Fly Ride Unicorn. Das akzeptiere ich. Okay, sie hat jetzt gerade ihr Neon Fly Ride Dings weggetan, aber das hier akzeptiere ich. So, okay, sie hat abgelehnt. Sie gibt mir ein Christmas Egg. Nee, sorry. Der nächste Trade, mal gucken, was sie mir gibt. Ein Flyride Arctic Randy, ein Ride Starfish, eine Neon Flyride Kao, dieses Neon Ride Ting und noch ein paar andere Starfische. Dafür gebe ich mein Neon Flyride Pferd, mein Ride Eagle und dieses Ride Pick und das da. So, das akzeptiere ich. Okay, hat's weggetan, deswegen nein. Der nächste Trade, mal gucken, was sie mir gibt. Eine Ride Turtle, eine Ride King Bee, ein Ride Nashorn und ein Aussie Egg. Dafür gebe ich ein Neon Fly Ride Pferd und noch ein Ride Pick. So. Ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren soll. Ich glaube schon. Okay, nächste Trade, mal gucken. Oh mein Gott, ein Mega Neon Fly Ride Dragon, eine Fly Ride Owl und ein Fly Ride Parrot. Oh mein Gott, wie krass. Dafür gebe ich ein Neon Fly Ride Herz und dann das da, das da und das da. Oh mein Gott, stellt euch vor. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Das akzeptiere ich. Oh mein Gott, bitte. Och, Menno, die hat abgelehnt. Der nächste Trade, eine Neon Ride King Bee, eine Turtle und noch das alles. Nee, sorry. Der nächste Trade. Und hier ist ein Ever Unicorn und ein Ride Horse. Sie gibt mir ein Flyride Frost Dragon, ein Ride Griffin, ein Flyride Panda und ein Mega Neon Flyride Dog. Ist ein okayes Offer, aber das, der heißt sogar vom Mega Parrot. Das ist ein bisschen anders. Er akzeptiert sogar, aber ich gebe dafür mein Neon Flyride Pferd, mein Ride Eagle, mein Ride Ding. Und wahrscheinlich noch das Neon Unicorn. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Ich glaube, ohne das Neon Unicorn, dafür gebe ich meinen Ride Elefant. So, das akzeptiere ich. Okay, jetzt hat sie den Frost Dragon weggemacht, deswegen nein. Sie gibt mir eine Turtle, noch eine Turtle. Ein Camper-Fan und ein Auto. Nee, sorry. Der nächste Trade, mal gucken, was sie mir gibt. Okay, sie hat abgelehnt. Okay, die haben der Ride Potion hat jetzt akzeptiert. Und dafür gebe ich diesen Ride Business Monkey. Mal gucken. Okay, sie gibt mir ein normales Evil Unicorn. Dafür gebe ich das beides hier. Mal schauen. Ich akzeptiere das. Bitte, bitte, bitte. Mal gucken. Ich hoffe es. Okay, leider hat sie abgelehnt. Egal. Und der nächste Trade. Eine Flyride Turtle, noch eine Turtle. Nee, sorry. Sie hat eine Fly Potion reingetan. Dafür gebe ich einen Ride Business Monkey. Okay, sie hat sofort abgelehnt. Schade. Und ich werde hier gerade richtig viele Familien eingeladen. So. Und der nächste Trade. Mal schauen. Ein Flyride Parrot und wie das alles hier halt. Sorry, aber ich will das nicht machen. Ich gebe das, das, das und noch das. So, nächster Trade. Mal gucken. Ein Flyride Turtle wieder. Nein, das akzeptiere ich nicht. Übrigens, Leute, ich glaube, ich mache mir mal ein neues Dreampad, weil Neon Parrot habe ich ja jetzt. Ich glaube, mein neues Dreampad ist Neon Owl. So, Neon Owl. Und speichern. Für Neon Owl gebe ich, glaube ich, mein Neon Unicorn Flyride und ganz viele andere Sachen. Also, das schaue ich auf jeden Fall noch. Sie gibt mir einen Flyride Unicorn. Nee, sorry, das ist überhaupt nicht fair. Und ich habe gerade so einen Ruba-Salon bekommen. Dankeschön. Der nächste Trail. Sie gibt mir eine Flyride Queen Bee. Nee, sorry, das ist nicht so fair. Und der nächste Trade. Okay, ein Flyride Kitsune, eine Turtle Ride. Und noch ein Ride Golden Red und noch ein Känguru. Nee, sorry, dafür gebe ich ein Neon Flyride Pferd, ein Ride Business Monkey und noch dieses Ride Pad hier. Und vielleicht noch das. Okay, sie hat abgelehnt. Okay.
Okay, und jetzt der nächste Trade. Und ja, mal gucken, was sie mir jetzt gibt. Eine Ride Turtle. Ich krieg sehr, sehr viele Ride Turtles hier. Ein Ride Känguru. Ein Ride Chicken. Okay, das hatten wir ja schon mal. Okay, ich schalte mal den hier an mit dem Frost Dragon. Und ich tue in den Trade mal diesen Ride Eagle und ein Neon Fly Ride Pferd. Mal gucken. Das akzeptiere ich, glaube ich. Aber ich bin nicht ganz sicher. Oh mein Gott, stellt euch mal vor. Okay, sieht er, tut noch einen Mega Neon Hund rein. Dann add ich auch noch. Okay, jetzt hat er das rausgetan. Aber ich habe das meine ich nicht. Tut mir leid. Okay, sie hat jetzt angenommen und ich gebe für ihr Ever Unicorn das da und noch ein Ride Pick, so. Okay, leider hat sie abgelehnt, aber egal. Und ja, ich würde sagen, kommen wir ins Verlosung. Und zwar verlose ich diese Biene hier. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach Hashtag Biene in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr die. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe jetzt Hashtag Krawatte hingeschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist... Monster Kill Roblox. Und ja, ich suche sie oder ihn jetzt mal. Okay, Leute, hier ist er. Und ja, ich schreibe ihm jetzt mal. Du hast die Krawatte gewonnen. Wie ist dein Username? Okay, Leute, ich habe ihm das jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.